Das nördliche Reich Israel ist schon nicht mehr zu retten, als der Prophet Hosea seine Worte spricht. Die Worte, mit denen sein Buch schließt. Worte, die weit über das hinausgreifen, als bloß beschränkt zu sein auf diese konkrete historische Situation. Aber sie sind wichtig, weil wir an der konkreten historischen Erfahrung lernen, worin der Überschuss besteht dieser Worte. Welchen Sinn hat es zu den Menschen in Israel so zu sprechen, wenn ihr Reich untergeht? Die Umkehr, Inhalt und die Priorität der Verkündigung Jesu sind etwas, das immer bleibt, solange diese Welt besteht. Solange es Menschen gibt, die sich nach Gott ausrichten, die Christus folgen. Kehr um, Israel, zum Herrn, deinem Gott, denn zu Fall bist du gekommen durch deine Schuld. Kehrt um, nehmt Worte der Reue mit euch. Hier wird ein Raum eröffnet, der überhaupt das gesamte Leben umfasst, und wenn wir von geistlichem Leben als Christen sprechen, genau das meint. Weshalb gibt es Menschen in der Kirche bis heute, die sagen, sie führen ein Leben der Buße? Was ist eigentlich Ordensleben anderes, als genau das zu tun? Permanent in dieser Bewegung der Umkehr zu stehen, über die konkrete Situation hinaus. Es hat ein historisches Aus für manche Orden, für manche Klöster und Gemeinschaften gegeben. Wir werden im Moment geradezu Zeugen dieses tragischen Geschehens, das zumindest hierzulande ständig geschieht. Damit ist aber doch Nachfolge Christi nicht erledigt. Auch diese Situation weist über sich hinaus, weil sie immer neu Menschen ruft und aufschließt für das, was der Prophet Hosea hier zum ersten Mal so deutlich antönt. Umzukehren, und Worte der Reue, das meint nicht, irgendwelche Texte abzulesen, die dann besonders bußfertig klingen, sondern das ganze Leben aufzuschließen, so wie er das fast in Anklang an Psalm 1 am Ende tut, wenn es heißt, wer weise ist, begreife das alles, die Wege des Herrn sind gerade, die Gerechten gehen auf ihnen. Dann muss man sich auch in die Wege des Herrn versenken. Und das heißt halt, so wie wir oft unterwegs sind, permanent bereit sein, umzukehren. Und das ist die Verheißung, die in diesem Text beinhaltet ist. Nicht ein Leben der Selbstanklage zu führen, sondern diese Umkehr schließt diesen Raum der Zukunft überhaupt erst auf, macht ihn überhaupt erst sichtbar. Sonst bleibt man zurückgeworfen auf die Historizität dieses Ereignisses. Da geht ein Reich unter, da wird ein Kloster geschlossen, was auch immer, eine Gemeinschaft geht zugrunde. Das ist nicht alles. Das ist nie das letzte Wort Gottes. Sondern in der Umkehr ereignet sich immer ein neuer Weg. Vielleicht zeigt sich, dass man zu viel den Götzen nachgelaufen ist. Aber Gott wird fragen hier, Ephraim, was hast du denn noch mit den Götzen zu tun? Schau auf den neuen Weg, der möglich ist. Ich werde für Israel da sein wie der Tau, damit es aufblüht wie eine Lilie. Und Wurzeln schlägt wie der Libanon. Seine Zweige sollen sich ausbreiten, seine Pracht soll der Pracht des Ölbaums gleichen. Also nicht ein erneutes sich selbst verschließen, auch nicht in die Reue hinein, sondern die Reue, die Umkehr öffnet immer einen neuen Weg, ist die Bedingung der Möglichkeit für eine neue Zukunft. Und deshalb sollte man, wenn man dem Wort des Evangeliums treu ist, wenn man diesem prophetischen Weckruf treu ist, nie verzweifeln. So schmerzlich manche Umkehr sein muss und sicher auch ist, von eingefahrenen Spuren und Verhaltensweisen sich abzukehren, genau darin liegt der Beginn einer neuen Zukunft, eines neuen, prachtvollen, schönen Weges, den nur Gott schenkt.